Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Hearts of Iron 4. Wir sind Deutsche Reich am Spielen, Man and Guns, und wir haben jetzt Rumänien-Ungarn platt gemacht, weil ich die große Walachei wollte und Ungarn war am Weg. Die haben sowieso fingiert gegen mich. Jetzt haben wir endgültig unsere Ölprobleme besiegt. Das Thema ist jetzt vom Tisch und wir machen jetzt mal hier auch ein bisschen mehr Infrastruktur rein. Ich würde auch gerne mal einfach eine Infrastrukturstraße machen. Ins Reich. So. Und von hier aus auch. Und zwar an der Küste entlang. Weil es sieht einfach schön aus. Für unsere Nachschubkolonnen. Genau, du auch. So. Und für den aufflammenden Russlandfeldzug. So. Ich weiß, sie sind dran. Da ist noch viel kaputt. Das müssen sie erstmal machen. Meine ganzen Häfen und so. Okay. So. Also, wir haben folgendes Problem. Wir wollen... Ich überlege erst versuchen, Amerika platt zu machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Pass auf, jetzt gehe ich mal kurz, bevor ich es vergesse. Es ist wichtig. Wir müssen jetzt mal... Oh Mann, da sind die Schwimmpanzer. Ach, ich mache jetzt die Schwimmpanzer. Scheiß drauf. Ich will meine Marine umbauen. Meine Marine... Sowjetunion hat Finnland den Krieg erklärt. Jetzt holen sie es ganz zurück. Finnland im Bündnis einladen. Dann könnte ich mit denen Russland platt machen. Ich könnte das machen, kurz bevor sie ganz vernichtet sind. Und dann hätten wir Krieg gegen Russland. Obwohl der Nichtangriffspakt da ist, könnten wir dann Krieg führen, richtig? Das machen wir, scheiß drauf. Dann haben wir den Krieg gegen Russland fertig und können uns auf die Amerikanskis verlassen, konzentrieren. Armee-Innovation. Luftinnovation. Taktische Bomberbemühungen. Japan. Antikomintern-Pakt. Zweiter Jubiläer von zu Griechenland. Krieg gegen Griechenland. Griechenland existiert. Griechenland existiert doch. Ich bin auch nicht im Krieg gegen Griechenland. Griechenland, Griechenland. Im Krieg. Wahrscheinlich mit irgendjemandem schon. Vielleicht immer noch mit Italien oder so. Nachdem die jugoslawische Frage geklärt ist, müssen wir unsere Aufmerksamkeit in Griechenland richten. Er hätte jetzt das Griechenland. Achtung! Wenn ich die können auch nicht verbünden sich mit den Amerikanern, aber die werden sich wahrscheinlich unterstützen. Und dann hätten wir nochmal einen ziemlich coolen Krieg. Ziemlich coolen, tollen Krieg. Wow. Achtung! Achtung! Moskau oder nichts. Oh Mann, die landen da sogar. Ich will aber nicht die Japaner in den Krieg rein. Mittlere Panzer, so. So, den brauchen wir nämlich. Die haben bestimmt schon den... Jetzt sind wir schon 42. Meine Güte, 1707 leichte Panzer. Achso, ich habe ja auch neue... ich wollte ja auch neue haben. Pass auf, dann produzieren wir da jetzt mal mehr von, damit das sich besser auffüllt. Und zwar machen wir dafür jetzt mal... Ne, da brauchen wir 5000. Lass mal schön bauen. Das ist alles so... Ja, ja, Waffen bleibt mal so. Machen wir mal so. Sie haben tritt großasiatische Wohlstandssphäre bei. Achtung! Alter. Das sind alle Positionen.
Pass auf, jetzt müssen wir mal gucken. Ich mach mal hier langsamer. So, 300. Pass auf, machen wir erstmal. Machen wir hier aus mal 2. Daraus machen wir jetzt auch mal mehrere. Machen wir daraus 200er Stacks, würde ich sagen. Weil die finden besser Flugplätze. So, pass auf. Langstreckenbomber. Sturzkampf. Sturzkampf. So. Meine Panzerchen brauchen Jägerchen. Die teilen wir aber auf. Bumm. Die kriegen auch noch ein paar Jägerchen hier. So. Wir daraus eine schöne 200. Dann haben die alle noch ein bisschen was mit dem so rum. Geister, setzen die selbst ein. Das finde ich sehr cool. Machen wir jetzt mal unsere dicken Geschwader hier nochmal. Das macht auch mit. Davon haben wir nichts. Lassen wir mal laufen. Läuft ja noch. Meine Güte, was für ein Müll, oder? Philippinen haben kapituliert. Ich glaube, dann gibt es ein Malus vielleicht auf Konzentration halt, aber... Okay. Okay, jetzt sollten wir ins Bündnis gehen. Bevor es zu spät ist. So, dann brauchen wir unsere U-Boote. So. Und du machst jetzt mal hier ein bisschen Übung. Ist mir egal, ob wir was verlieren. Okay. Los geht's. Wir wollen den Krieg beitreten, bitte. Der finnisch-sowjetische Krieg. Leute! UdSSR bricht. Kommunisten haben keinen Funken Ehre. Stolz im Leibe. Russland oder Untergang. Hoffentlich greifen wir auch im Winter an. Einfach aus Protest. Zuhören. Ja, am besten, wenn wir das anmachen. So, es sieht doch ganz cool aus. Wenn ich jetzt hier so... Ah, dann sieht man leider den Namen nicht, wenn ich Dings mache. So. Tada! Okay. Los geht's. Sind alle auf langsam? Also auf normal? Boah, Alter. Die ganzen Russen sind oben bei Dingensbummens, bei den Finnen. Und jetzt haben die Finnen Zeit, sich da rauszuquetschen. So viel haben die Finnen auch leider nicht. Ah, die armen Finnen nicht, dass sie leider verlieren. Jetzt kommen auch die ganzen U-Boote. So, wie sieht es mit unseren Fliegern aus? Sind die dabei? Ja. Sollten von selbst ihre Ziele suchen. Wir machen auch nochmal mit. Aber das ist gerade echt nicht nötig eigentlich. Ist halt alles auch so flughafenmäßig für den Arsch. Wirklich. Entschuldigung für die Ausdrucksweise.
Kriegbeitritt, ja. Macht mit und ihr dürft auch mitmachen. Die werden die schon irgendwann dahin holen. Holen. Finnland hat kapituliert. Oh. Aber sie haben uns Nutzen davon getragen. Können sie nämlich beim Krieg nicht mehr mitmischen. Das wird ganz allein unser Sieg. Oh! Da habe ich was vergessen. Oh. Da habe ich was vergessen. Dann machen wir mal schnell noch ein bisschen Infanterie. Weil die müssen wir gleich auch noch da hochschicken. So lange warten wir jetzt nicht, aber... Nochmal ein paar 24er Stacks. Und... Komm, wir bauen nochmal... Für Panzer haben wir jetzt auf Tasche. 15.000, das sollte ja wohl reichen. Alter, allein so viel Panzer zu bauen, das ist für andere Nationen undenkbar. Ja. Kriegbeitritt, ja. Ja. Nein! Nicht Venezuela! Gehen wir Leute, ja egal. Dann könnt ihr keinen Krieg mehr an Dingens schicken. Okay, da geht's los. Es ist Krieg, hurra! Oh ja. Darum ist keiner. Pass auf, wir nehmen unsere Partisanen dafür. Bereit zum Ausrücken. Die sollen einfach nur die Stellung halten. Weil ich will jetzt nicht irgendwie Truppen von unten abziehen. Bereit. Pass auf, einer muss da weg. Ihre Befehle. So, und wir werden versuchen über hier... Vielleicht schaffen sie es ja. Ich meine, es ist Kavallerie. Sind ja flott. Guck mal, jetzt kommen sie alle. Mitmachen. Zuhören. Was ist das denn hier? Ach, Bessarabien? Auf geht's! Die Russen werden sich noch sammeln. Das wird noch schwerer werden. Machen wir hier mal kurz einen kleinen Kessel. Bereit zum Ausrücken. Hier lohnt sich das immer. Achtung. Oh, hier ist was los? Ne, dann wieder zurück. Das sind immer noch Schweden, ich weiß es nicht. Jetzt kriegen wir so viele Dingenspunkte. Wie sieht es aus bei unseren Superschlachtschiffen? Wie willst du denn von mir in den Krieg rufen? Guck, die sind erst am 3. Juli 1944 fertig. Krass, oder? Dann haben wir aber vier Stück davon. Ach, der eine da unten noch nicht. Okay, machen wir so. So, ne, noch einen weg. Ja, so lange brauchen die. Ist heftig, oder? Davon brauchen wir aber jeweils nur einen. Ich glaube, die brauchen wir sowieso für die Invasion auf Dingensbummens. Alles in Schweden. Die versuchen hier überall zu landen, wie die Berserker. Aber die schaffen es nicht. Noch nicht. Oh, Venezuela, das wird sich aber jetzt bestimmt gut halten. Achtung! Port of Spain. Ah,
das schaffen die nicht. Halten, halten. Wer hat die denn da verjagt? Wie gesagt, ein paar Inseln werden wir verlieren. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, alles zurückzuerobern. Guck, Kanada ist wieder am Landen. Ah, ich brauche eure leichten Panzer nicht, ihr Pappnasen. Oh, scheiße. Meine Güte. Da. Jäger. Unter Beschuss. Da kommen sie alle, die Sowjets. Jetzt sind schon mehr geworden. Die Sowjets. Odessa haben wir schon. Da. Komm schon, füll die mal nach hier. Flieger. Meine nächste Flieger, die ich hole, die muss ich auf Reichweite trimmen. Wie kriegt er denn überhaupt so viele in den Einsatz? Naja, immerhin haben wir alle Flak bei unseren Fahrzeugen. Die Brigaden. Wie lange braucht er denn immer, um die aufzufüllen? Meine Güte. Ganz kurz. Brauchen wir noch die... Ach, die sind mit dran. 43 sind wir noch nicht. Oh, Panther, ist der nicht sexy? Machen wir jetzt nochmal Tiger. Nein, wir brauchen keine Expeditionstruppen. Noch nicht. Ja, jetzt sind sie da schon überall. Bulgarien. Nee, lass mal. Ich mach mal auch noch weg. Griechenland auch, Türkei auch. Oh, da verlieren wir wieder eine Insel. Oder auch nicht. Oh, hier. Oscar Griswold. Kommt mir bekannt vor. Scheiße, das haben sie auch geschafft. Ich überlege, es sieht nicht so aus, als wenn ich überhaupt eine Insel gehalten habe, außer hier unten. Pass auf, wir machen jetzt mal hier Folgendes. Dann halten wir das schon. Befehle. Okay, weiter geht's. Oh, die machen da oben nix. Zuhören. Dann haltet wenigstens eure Stellung. Wir müssen kesseln. Es wird aber hier oben auch nichts mehr. Wow. Ihre Befehle. Zuhören. Ihre Befehle. Was ist los? Warum macht ihr auch einen Angriff nicht mehr? Los, Leute, angreifen! Ihr feigen Hunde! Befehle. Oder ich mach mal Angriff, Stopp. Bereit zum Ausrücken. Angriff, Stopp. Mal sortieren ein bisschen, Leute. Bereit zum Ausrücken.
Oh Mann, überall die Invasion. Ihre Befehle? Ihre Befehle! Ihre Befehle! Armee noch in Vorbereitung. Dann bereitet erstmal vor. Oh, guck mal, die rücken vor. Oh Gott, was ist denn da los? What the hell? Scheiße. Scheibenkleister. Scheibenschade. Zuhören. Ihre Befehle. Scheibenschade. Da gehen direkt 3 Divisionen flöten. Haltet noch aus, sonst werdet ihr Ärger bekommen von mir. Oh, kommt schon Luftunterstützung, aber die mit ihren... Oh je. Bereit. Was mit den Japanern? Soll ich die dazu holen? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Ach was! Ich schaff das schon! Brauchen wir ein paar neue Divisionen. Ersatzdivisionen. Zwei. Boah, ui, wow, wir haben 7 verloren. Mach ich mal hier Ersatz. Bom, bom, bom. Wow, Scheibenkleister. Scheiß da drauf. Macht lieber nur. Ach, guck mal, da machen sie es auch. Ach so, okay. Pass auf. Macht Scheiß auf die Häfen. Konzentriert euch nur auf die Armeen. Ah. Vielleicht ist das echt dann sehr konzentriert und sie können sich zu viele Aufträge. Okay. Stellung halten, Männer. Befehle. So, wir rücken mal bis zum nächsten Fluss vor. Das mache ich immer so eigentlich. Und die hier machen das auch anders. Die rücken bis hierhin vor. Und dann halten wir die Flüsse erstmal. Erstmal ein bisschen eingraben, Männer. Stellung halten. Stabilisieren. Grodno, meine Güte. Bereit zum Ausrücken. Oh, 3 Divisionen haben wir verloren. Guck mal, wir haben Teile von Finnland zurückerobert. Ach, weg damit. Funktionieren jetzt auch die Flugzeuge endlich. Ganz auch mit den Nachbarn. Oh, so, wie sieht es mit leichten Panzern aus? Minus 600, ist schon besser geworden. Motorisiert. Oh, Scheibenkleister. So. Scheibenkleister. Wow, wow, wow.
Dann wollen wir erstmal ein bisschen die Ausrüstung. Ist das Mongolei? Wow, guck mal, was die hier kommen. Aber die haben so viel und ich habe so wenig. Da sieht man klasse. Quantität und Qualität. Aber unsere Frontlinie wird jetzt schon ein bisschen ausgedehnt. Okay, dann. Weiter. Ab und zu mal ein bisschen angreifen. Es regnet, es ist matschig. Schwimmpanzer. Die sind doch hier, ne? Na, da sind die im Einsatz. Oh, ist egal, das macht nichts. Jetzt bauen wir erstmal Schwimmpanzer nebenbei. So, machen wir mal hier. So ein bisschen besser halt. Bum, 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 bum. Einfacher amphibischer Panzer. Ist das ein Panzer 2 oder ein 3er? Ne, ist es ein 38er? Ne, es sieht aus wie ein Panzer 2. Schwimmpanzer. Er muss erstmal hier ein bisschen produzieren. Okay. Immer noch Ostkanada, Küste von Florida. Ist alles okay? Oh, mir wird schlecht. Okay, dann lassen wir das da mal. Weg da. Als wir Anpassungen Richter an den Grenzen vorschlugen, donnerte es italienischen Botschaftern los. Als wir kümmern uns einfach weiter um unsere Züge. Italien gewinnt Schiedsbruch von. Scheiß auf Italien. Bescheuerten. Schicksal Griechenlands. Aber wir müssen auch Gegenangriff greifen. Griffen. Oh. Angriffen. Also, dass sie mich mit Marinefliegern da rausjagen. Wow. Hätte das gedacht. Ich mache nochmal ein paar. Panzer sind alle da oben. Ich kann halt natürlich eine Speerspitze machen. Weiter, weiter! Bereit zum Ausrücken. Organisation ist ziemlich runter von denen. Über die Flüsse komme ich jetzt nicht. Ich will keine italienischen Panzer. Na gut, ich sehe gerade, ich muss hier aufhören. Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Hearts of Iron. Und bis dann, wie immer, haut rein.